David ist gleich tot. Okay, ich glaube, hier bleiben wir erstmal. Devin ist tot. Ah, prima. Ich brauche ein Hotel. Ich sehe Truhen. Ich sehe Hühner. Ja, so Hühner in der Nähe von Schlangen sieht man auch nicht sehr oft. Talia ist auch gleich tot. Ich gehe erstmal zur nächsten Stadt und vermeide erstmal die ganzen Schlangen und Hühner. So, wo führt uns dieser Weg hin? Willkommen in Taverdron, die Stadt der Aufregung. Taverdron, da haben wir da irgendeine Quest mit von, oder? Ich glaube, da sollten wir den Skelett mitbringen, also hinbringen. Ah, die Musik ist auch ziemlich cool. So. Dann erforschen wir mal hier Taverdron. Also ziemlich hier arabisch gehalten, also, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Der Bürgermeister. Immer gut zu sehen, wenn Leute hier durchlaufen. Also durchreisen. Der Kanzler, also ein Beamter. Ich kümmere mich um die Turniere im Kolosseum. Gut, hier gibt es also ein Kolosseum. Da haben die irgendwas Römisches noch mit eingebaut. Die Entwickler, die Programmierer. Die Frau vom Bürgermeister. Willkommen zu unserem bescheidenen, also in unserem bescheidenen Stadt. Ja, ein bisschen Gold. Also beeindruckt mich jetzt gar nicht. 2000 Gold. Boah. So. Da kommen wir nicht durch. Und ich will suche erstmal ein Hotel. Ich hab mich gerade voll vor diesem Schmetterling hier erschreckt. Ich dachte, das wäre wieder so ein Küken. Wie jeder weiß, sind Küken sehr gefährlich. Die können einen instant killen. Man nennt die Küken auch. Ja, Killerküken. So. Leg mich runter. Du legst den Skelett auf den Boden. Home Sweet Home. Du hast von irgendeinem Schatz erzählt. Ja. Finde Wasser in der großen Wüste. Gehe nach Südosten zum Wasser. Grabe unter einem Baum. Also wir müssen einen See, also irgendeine Oase oder so finden. Diese Oase soll im Südosten sein und ich soll unter einem Baum graben. Gut, würde ich gerne machen, wenn ich eine Schaufel hätte. Weil, also noch können wir nichts graben. So, dann hätten wir das, den Skelett auch zurückgebracht. Noch ein Quest weniger. Und ich glaube, es kommen 10 neue hier in dieser Stadt. So, wer bist du denn? Du bist vom Hauptland. Yep, bin ich. Ein Händler, was hat er denn so zu bieten? Tschüss. Anscheinend hat er nichts Wertvolles. Tornado-Ring. Hört sich interessant an.
Was kann der Ring denn? Benutzt. Achso, ist wieder ein Dings. Ein Item zum Benutzen. Also ist jetzt keine Ausrüstung. So, was haben wir hier? Das Hauptland. Ich war da einmal. So, was haben wir hier? Also im Hintergrund wird gerade geredet. Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. So. Dann gehen wir mal in dem Haus rein. Können wir hier rein? Die Tür ist verschlossen. Da hinten ist ein Krug, wie ich sehe. Ich habe gehört, dass eine Eremitenfrau, die tief in der Wüste lebt, sehr beeindruckende Ausrüstung macht. Ich habe sie nie gesehen, aber die Gladiatoren... was? Wer? Schwören, dass ihre Arbeit das Beste in Taverdron ist. Okay, die Eremitenfrau müssen wir finden. So, da unten ist nichts. Okay. Ja, wir brauchen immer noch ein Hotel. Ich hoffe, die Stadt ist nicht hotellos. Hast du schon das Kolosseum gesehen? Nee, noch nicht. Ich suche immer noch nach einem Hotel. Ja, die Waffen werden auch immer teurer. Urnen, ja, Gewürze und Juwelen. Willkommen in Taverdron, Reisende. Die, ja, aufregendste Stadt im ganzen Königreich. Das ist ein Hotel? Ja, hört sich gut aus. Ja, hört sich gut an. Da gehen wir gleich wieder raus. Nee. So. 200 Euro, das sind ja Wucherpreise. Ja, egal. Ich habe ja genug Geld. Noch. So, gibt es hier noch ein paar Truhen? Nope. Okay, da ist meine Frau. Was willst du? Scheint sehr nett zu sein. So, hier haben wir noch eine Herbalistin. War da noch irgendwas? Remedies. Gut, 7 Stück haben wir und davon haben wir 22. Ja, müsste reichen fürs Erste. So. Ich glaube, das ist das Kolosseum. Yep, ist bestimmt das Kolosseum. Ich wette, auf diesem Schild steht Kolosseum. Ja, na, was sage ich? Taverdron Kolosseum. Ich bin auf, ja. Ich bin im Urlaub. So. Ich bin ein Gladiator von Thais. So, dann noch hier rein und dann haben wir den die ganze Stadt erforscht. Ein Templars-Schwert. Ja. Ich hätte die erstmal beleben sollen, bevor ich zum Hotel ging. Ah, ja, okay, sie lebt noch. Ich bin leicht abgelenkt, weil hinten noch geredet wird. Und ich kann nur hoffen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause, also, ne? Ich glaube, wir haben gerade Besuch oder so, ich weiß nicht. Ja, das Timing ist immer super hier, wenn ich aufnehme. 5. Was sind eigentlich hier? Sind die vergiftet oder was ist los?
Elements. Oder ein Fluch, ich weiß nicht. Die Fluch sind doch ein bisschen zu dunkelblauer. Was mache ich hier? Gut, ich gehe jetzt zum Hotel, dann mache ich eine Aufnahmepause und dann mal schauen. Vielleicht nehme ich heute weiter auf oder erst morgen, übermorgen, wer weiß. So. Gut, dann sage ich erstmal Tschüss und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Ja, die Aufnahme hier ist ziemlich kurz geworden, aber was soll's, was kann man machen? Egal, ja, dann sage ich hier erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.